Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde und Zuschauer. Hier ist wieder euer Xtreme. Also, mein Name ist Robin und ich begrüße euch heute zu Minecraft, dem Spiel. Also Minecraft sage ich immer, Minecraft heißt es. Und ich will heute für euch dieses Spiel spielen. Es handelt um ein Auf- und Abbauen. Man kann die Welt die wo zufällig generiert wird, kann man eben abbauen, je nach Bedarf, und wieder so aufbauen, wie man es sich gerne vorstellt oder wie man es gerne haben möchte. Und heute wird die Folge so sein, weil Minecraft ist ja etwas ruhiges, nicht so viel Action, mehr ruhige Sachen. Man sieht, wie man was bauen kann und so. Und da kann ich eben viel erzählen. Und heute geht es darum, ich habe ja, wie viele schon mitbekommen haben, letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt, den überstanden jetzt und im Moment geht es mir noch nicht so gut. Heute, also beziehungsweise heute wieder nicht so gut. Und wechselt immer und jetzt bin ich eben noch seit einer Zeit Single, wie ihr wisst, und ich würde mich hier heute vorstellen für eine neue Beziehung, ein neues Glück. Manche denken sich, ja, was ist denn jetzt los hier? Jetzt ist er total verrückt. Na klar, ich probiere mal was Neues aus, um meine Herzdame zu finden. Ist mal was Neues. Und wenn ich schon kein glückliches Händchen dafür habe, dass ich die richtige Partnerin finde, vielleicht hilft es mal oder klappt es mal so. Also ich gehe mal in das Spiel rein. Einzelspieler wähle ich aus. Neue Welt erstellen. Für die, die es noch nicht wissen, so heiße ich in Real Life, also im echten Leben, und man nennt mich hier auf diesem Kanal immer Xtreme. Also hier bin ich Xtreme in diesem YouTube. Und jetzt machen wir hier Xtremes World. Einfach so, ich bin zwar nicht gut in Englisch, aber gut, das weiß ja jeder. Gut, dann Modus Überleben, natürlich machen wir Überleben und neue Welt erstellen. Welt wird geladen, Landschaft wird generiert. Also die generiert jetzt irgendeine Landschaft. Oh, toller Ausblick. Gleich einen Erdklumpen vor mir. So sieht die Welt aus. Muss erst noch aufgebaut werden. Es ist etwas verpixelt vielleicht für euch. So, die Wolken. Gut. Manche werden sagen, ja, was sind das für Pixelgrafik? Hey, das haben wir ja früher gehabt, aber jetzt nicht mehr. Ist richtig, aber man kann ja davon nicht viel genug sehen von verschiedenen Spielen. Und wenn es so ein schönes Spiel ist wie dieses, wo man alles abbauen kann und aufbauen, der Tag- und Nachtmodus, der wechselt ja immer in 8 oder 10 Minuten Takten. 8 Minuten Tag, 8 Minuten Nacht oder so in etwa. Und da drüben Gebirge, da unten Lava, rot ist das Lava, Wasser ist blau. Dann haben wir hier das Gebirge mit Erde, da Stein, drauf Birkenbäume, Eichen, Holz, alles mögliche. Eichenbäume. Und hier Wasser und viel Sand. Wow. Aus dem Sand kann man zum Beispiel das abbauen, kann man Glas erschaffen damit und so weiter. So, um was es heute geht, ich habe es ja vorher schon erwähnt. Oh, das sieht gut aus da drüben. Cool. Sieht schon geil aus. Also mir gefällt sehr gut. Und da drüben eine Höhle mit Wasser. Wow. Haben wir schon eine tolle Landschaft entdeckt hier. Ich glaube, ich werde darüber gehen und da drüben werde ich was draufbauen. Oder da drüben, ich weiß es noch nicht. Oder überall.
Und da unten schwimmt ein Fisch, wenn ihr seht, da unten über mein Kreuzchen. Cool. Und wie schon gesagt, ich kann hier abbauen. Dauert jetzt etwas länger, weil ich kein Werkzeug habe. Und hier kann man es wieder dran bauen. Wächst natürlich dann Gras drüber irgendwann mit der Zeit. Und so. Oh. Alles etwas neu. Was ist das Lilare? Das weiß ich noch gar nicht. Ist neu. Ich habe es lange nicht mehr gespielt hier. So. Gut. Manche wissen ja, ich bin ja jetzt seit einiger Zeit Single und ich suche jetzt eben eine neue Partnerin. Und zwar auf diesem Weg. Und ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr das toll findet oder euch gefällt. Dann drückt ihr auf Gefällt mir. Ihr könnt mich jeden Tag verfolgen. Also vielleicht jeden Tag mal gucken, also zumindest am Wochenende werde ich vielleicht so ein Video raushauen, um mehr zu erfahren von mir, wie es abläuft und so weiter. Und wir reden über alles Mögliche. Und heute geht es ja darum, hier zum Beispiel das. Wenn ihr neben mein Kreuz oder hier beim mein Kreuz hier seht, das ist Kohle zum Beispiel hier, das rundum ist alles Stein bis auf hier, Kies kann man alles brauchen später, ihr werdet es schon sehen später, was man alles damit machen kann. Alles weiß ich natürlich auch nicht, aber den größten Teil, und ihr könnt mir ja unterstützen, wer selber spielt und so, kann mir ja ein paar Tipps geben. Oh, ist die Höhle hoch. Gut. Und dann mache ich jetzt so was. Mal gucken, wenn ich das Glück nicht habe, dann soll das Glück eben zu mir kommen. Und ich suche eben eine wirkliche Beziehung, nicht so ein Abenteuer oder was, sondern eben eine wahre Beziehung. Entschuldigung. So, und hier werde ich, ruckelt ein bisschen, was, ich weiß nicht, was mit meinem Rechner zurzeit los ist. Es ruckelt immer ein wenig, entweder generiert er jetzt wieder neu, oder was da los ist, keine Ahnung. Ich habe das seit kurzem erst, kenne mich nicht aus hier. Oh, hier drüben sind Kühe und Schweine, ihr seht es. Und ich baue für euch irgendetwas. Hier zum Beispiel Kohle, ist sehr gut. Hier Kies können wir auch abbauen. Ist das Kies? Kies, gut. Und hier. Und daher suche ich jetzt auf diesem Weg mal eine Partnerin. Ihr könnt euch alle bewerben. Könnt Kommentare drunter schreiben und sehen, wie ihr das findet. Also ich bin schon ein bisschen verrückt. Oh, was ist hier? Schnee? Nee. Doch. Hier gibt es etwas Schnee. Okay. Winterliche Landschaft. Im Gebirge. Oh, da könnte man oben ein Haus drauf bauen. Geil. Cool. Und mal gucken, wem es gefällt. Der kann natürlich Daumen nach oben geben, gefällt mir. Oder wer sagt, oh, da hätte ich vielleicht jemanden für ihn. Da muss ich gleich mal dieses Video teilen. Auf ihrer Seite oder auf meiner Seite, je nachdem. Also, dann sehen wir mal weiter, was daraus entstehen wird. Und die können sich bewerben, können mich anschreiben oder was auch immer. Mal gucken. Dann bin ich mal gespannt. Wenn ihr was wissen wollt, ich werde es dann, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Dann schreibe ich entweder wieder zurück oder gebe ein neues Video raus, wo ich eben die Fragen beantworte und euch die Fragen eben beantworten werde für
für dieses Video. Wenn ihr sagt, oh, wie alt bist du? Schreibt ihr drunter. Gut, dann werde ich im nächsten Video eben vorstellen, ja, zum Beispiel, ja, mich haben welche gefragt, wie alt ich bin. Ich bin 36 im Moment noch, also wenn das Video rauskommt, morgen eben einen Tag älter. Nee, Schmarrn. Ich will darauf. Und so weiter, weißt du, können wir so machen. Je nachdem, wie ihr lustig seid, ihr könnt Fragen stellen, wer Interesse hat und hat Fragen an mich, bitte schreiben in die Kommentare. Dann werde ich sie beantworten. Oh, ich komme hier nicht hoch. Gut. So, was gibt's über mich zu sagen? Ja, jeder hat positive oder negative Eigenschaften. Was ich mir vorstellen würde, ist eine Partnerin, mit der ich ja viel zusammen machen kann. Ich liebe es, zusammen etwas unternehmen und auch braucht man auch seinen Freiraum ein bisschen. Und den soll ja jeder haben. Also bei mir ist niemand eingesperrt, wenn sie mal ausgehen will. Alleine mit Freunden habe ich nichts dagegen. Was wichtig ist, natürlich Treue. Ich mag es nicht, wenn jemand untreu ist. Und so soll es auch für sie sein. Treue ist an der ersten Stelle von mir, bei mir. Also man sollte schon wissen, wohin man gehört. Und daran sollte man sich halten. Man kann viel Spaß machen, man kann nur wieder mal ein bisschen flirten oder sonst was, habe ich nichts dagegen, aber wenn es natürlich weitergeht, höher hinaus, ist immer gefährlich. Habe ich zu viel schon erlebt, wurde schon öfter enttäuscht. Also das muss ich nicht haben, ich will was Ernstes und deswegen sollte man schon dazu stehen, wenn man sagt, hey, ich bin treu und dann hinterher stellt sich raus, ah, die war da und da, da war dann was und wisst ja selber, das ist nicht so meine Welt und das würde ich nicht machen und würde ich mich, also sollte auch von der Partnerin so sein. Und gut. Was gibt's sonst noch? Ehrlich sollte man auch sein zu seinem Partner. Man sollte über alles reden können. Weißt du, über alles, über die Probleme und so weiter, was man so hat. Zusammen, weil sie soll man ja zusammen aus dem Weg räumen. Wenn es so ist, wenn man welche hat zusammen oder so, dann muss man auch zusammen dazu stehen und die Probleme eben gemeinsam beseitigen. Dafür ist ja, hat man ja einen Partner dann. Also muss man dann so vorstellen, ja, man teilt sich die guten und die schlechten Tage, ihre guten und meine schlechten Tage, nee, oh, in etwa, jetzt wird es dunkel, ihr seht es schon, oh, Abendrot. Den zusammen mit dem Partner dann ansehen, das ist doch so herrlich. Momentchen, die Füße ins Wasser legen. Ich zeige es euch. Oh, ist das herrlich, oder? Der Erste geht zur Neige. Der Himmel färbt sich rot. Lila im Meer. Und da verschwindet die Sonne im Meer. Und es wird dunkel und da stirbt eine Sau. Genau. Ah, Wahnsinn. Ist das was? Im ersten Video schon von Minecraft den Sonnenuntergang genießen und zusammen eine Sau sterben sehen, ein Schwein. Das ist ja. Was ist denn das da unten? Nee. Sonne, geh wieder auf. Ich will sehen, was das ist. Brutal. Cool. Haben wir schon ein Eckchen gefunden hier. Ich werde mal hier. Mensch, ist hier dunkel. Der Mond. Hier ist der Mond, seht ihr ihn?
Das Weiße, der Strich da, ist etwas eckiger, aber er ist jetzt hinter den Wolken. Gut, oh, ich sehe gar nichts. Tut mir leid, wenn ihr jetzt auch nichts seht. Ich sehe selber nichts. Aber so ist es nun mal. Also essen brauchen wir ja nichts. Ich bin auch friedlich, damit die Monster jetzt nicht kommen. Weil danach kommen dann immer Monster, wenn man auf normal stellt oder so. Und hier. Oh, cool. Ich gehe mal hier ans Licht, an die Lava. Und dann jetzt bräuchte Holz. Können wir jetzt die Steine abbauen? Das dauert jetzt ewig hier. Hm. Tut mir leid. Ich will nur sehen. Jetzt haben wir keinen Stein bekommen. Mit der Taste E können wir ins Inventar gucken. Da haben wir aber nichts drin, leider. Ich brauche Holz für eine Axt. Wir müssen uns Werkzeug herstellen aus Steinen. Erstmal aus Holz und dann später aus Steinen und so weiter, damit es stabiler wird und schneller geht alles. Geht ja selber, es dauert noch etwas zu lange mit dem Abbauen. Aber das wird noch, hoffentlich. Aber jetzt bitte Tag. Werde Licht. Werde Tag. So. Ich brauche einen Baum. Wo ist hier einer? Dann nehme ich mal hier einen. So. Erfolg. Dreimal auf Holz geklopft. Toll. Toller Erfolg. So, was soll's noch sein? Am besten soll sie ein bisschen Spaß verstehen, dass wir viel Spaß gemeinsam haben, natürlich. Und Mulimu. Vielleicht können wir die Kuh mal zusammen melken oder so. Nee. Und vielleicht hilft sie mir da beim Holz hocken. Ich sehe gar nichts. Bitte. Schaltet das Licht ein. Und daher habe ich jetzt das Video mal gemacht. Mit mir. Ich bin hier. Und die, wo es noch nicht wissen, meistens mache ich so Spielchen ohne der Cam und meistens spiele ich so Spiele mit der seltenen Ausgabe meines Gesichtes und heute natürlich nicht so gestylt, alten Pullover oben und so weiter, weil es heißt ja immer, der erste Eindruck ist der beste und da bin ich so, lieber zeige ich mich etwas schlimmer, von der schlimmeren Seite und dann, wenn es zu einem Treffen kommen würde, was ich auch hoffe, dann ist es so, dann sieht sie, oh, der sieht ja viel besser aus wie auf dem Video, geil. Wenn ich mich jetzt voll rausputze und so weiter und style und aussehe wie James Dean oder so, dann und dann beim Treffen dann so daherkomme, dann würde sie sagen, oh, wo bin ich denn da hingedacht? Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und, oh, schlimm. Deswegen ist das immer so ein Trick von mir. Also, so mache ich das immer. Weißt du? Und dann habe ich immer gute Karten. Trick 17, also sollte man machen. Also, außer bei einem Vorstellungsgespräch, bei einer Firma oder so, da ist es natürlich anders. Da sollte man sich schon rausputzen. Und wenn man fest übernommen wird, dann ist es egal. Nee, sollte man immer gut daherkommen. So, jetzt wo bleibt die Sonne? Wir müssen 8 Minuten warten, jetzt sind dann 16 Minuten vergangen, denke ich mal, oder? So, und was gibt es noch zu erzählen? Was ich schon immer mal gerne machen wollte, ist hier zum Beispiel so ein Tisch, wenn hier ein Tisch gewesen wäre. Dann hier das Essen steht, ein Riesenteller Essen. Also nicht, dass es heißt, ich denke nur an Essen. Nee, nee. Aber das wollte ich mal immer schon machen, so einen großen Teller essen. Zu zweit aus einem Teller, aus einem großen Teller essen. Das ist cool. Also habe ich noch nie gehabt. Ein, da gibt es ja so Menüs, die wo man zu zweit, für zwei Personen. So, ich weiß ja nicht, ob ihr die kennt. Doppelportion, so
Menü für zwei Portionen, für Personen und daraus einmal essen zu zweit, genießen, voller Lieben. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Gut, brauche ich euch nichts weiter erklären. Dann sollte es sein, dass man eben gemeinsam vieles unternimmt. Zusammen, ich bin gerne fotografieren oder eben filmen, so wie jetzt das Video hier. Was mache ich gerne, das sollte sie vielleicht auch mögen. Und es ist ein neues Hobby eben von mir, dass ich eben so Videos mache, ein bisschen Spiele zocke und vielleicht macht sie das auch gerne, dann würde mich das riesig freuen, wenn man mit gemeinsam so ein Video aufnimmt und dann mit den Leuten, also den Leuten was übermittelt, weiß, was man so erlebt hat und so zusammen redet. Zum Beispiel, ja, was denn zum Beispiel, was man so erlebt hat. Wenn man einer alleine hat vielleicht nicht so viel erlebt wie zwei zusammen oder gibt es verschiedene Geschichten und so weiter. Das ist ja immer so interessant und ich höre mir sowas gerne an. Geste? Und ihr bestimmt auch, oder? Ihr seht ja das Video jetzt. Oh, der Sonnenaufgang, jetzt sehen wir den auch noch. Moment, ich gehe mal hier rüber. Wow. Sonne geht auf. Oh. Na, Schatzi? Oh, sie ist verschwunden. Nee. Ihr seht sie so. Ach, herrlich. Wie schön eckig die Sonne ist. Bei uns draußen ist auch eine eckige Sonne, denke ich mal. Also voll Natur. Voll realistisch hier. Na klar gibt es so Texture Packs. So muss man nicht mehr sprechen. So, Texturenpakete. Noch besser gesagt. Und oh, der Nebel hier unten, geil. Und die Sonne geht auf. Herrlich, oder? Und da kann man natürlich den Mond auch rund machen mit HD-Paketen und so weiter. Aber das will ich ja jetzt nicht. Und du, Kuh? Das ist die Kuh. Oh, dieser Stein. Gut. Das ist die Kuh. Die heißt Plung. Die Kuh Plung. Und ich will euch auch schnell begrüßen. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Kinder. Hallo, Leute. Ich bin die Kuhplung. Ja, gut. Gut, dann gehen wir schnell mal hier rüber. Ich habe doch da ein wenig Holz gesehen, oder? Täusche ich mich. Und Momentchen. Für euch, liebe Zuschauer. Aber wirklich diese Blume. Momentchen, ich nehme sie mal in die Hand. Gut, jetzt bin ich davor. Und ich gehe mal hier runter. Ich muss etwas Holz machen. Ah, zu zweit wäre es natürlich einfacher. Aber leider bin ich allein und deswegen mache ich ja dieses Video, damit sich vielleicht jemand findet, der mit mir Holz hackt. Ja, wir sind die lustigen Holzhackerbuben. Die Trief, die Traf, die Trump. So. Gut, jetzt haben wir etwas Holz. Aber das würde nicht reichen. Dann kann man hier zum Beispiel mit E in dieses Menü hinein. Handwerk, da ist so eine kleine Werkzeugbank drin. Wo man hier. Das machen wir jetzt erst. So, jetzt haben wir das umgearbeitet zu Eichenholzbretter. So, jetzt Werkzeugbank. Wenn man es so herlegt, überall eins reinlegt, dann kriegt man so eine Werkzeugbank. Oh, Erfolg. Wirklich eine Holzwerkbank. Oh. Dann könnte man auch Stäbchen machen. So ungefähr 4 Stück. Cool, oder?
So, dann können wir mit der Werkzeugbank, die können wir jetzt hier irgendwo herstellen. Ich stelle es mal hier ganz sanft auf den Schnee, damit der nicht schmilzt. Hierher vielleicht. Und dann mache ich hier, können wir hier, ja, was machen wir denn? Weiß ich jetzt nicht. Kann man zum Beispiel so viele Sachen machen? Hier, 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 hier. Eine Tür für dich. Oder noch eine so. Kann man noch machen? Ah, da gibt es so viel Zeugs. Man kann auch machen zum Beispiel ein Schwertchen. Oder eine Schaufel zum Beispiel. Zack. Legen wir hier hier mal. Die brauchen wir ja öfter zum Abbauen und so. Dann können wir hier eine Axt machen. Wo sieht eine Axt aus? Dann können wir die hierher setzen. Moment, die machen wir mal hier rüber. Dicht die Löwenzahn. Gut. Dann machen wir nochmal vier. Wir brauchen ja viel verschiedene Sachen. Machen wir jetzt gleich so hier. Dann hat mich die Kuh erschreckt. Spitzhacke brauchen wir auch für später. Die mache ich hierher, die hier. Was braucht man noch? Es wird wohl reichen im Moment. Ein Schwertchen. Gut, es reicht mal. Ich glaube, ich mache noch eine Axt. Nee. Machen wir jetzt nicht. So. Jetzt gehen wir erstmal mit der Spitzhacke oder mit dem Holz, mit der Axt, Holz fällen. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Seht ihr? Oh, cool, oder? Gefällt euch dieses Spiel? Wenn ich da erzähle und ein wenig Holz. Okay. Gut. Was gibt's noch? Könnt ihr mal schreiben, was euch so gefallen würde? Was euch wichtig ist in der Beziehung? Wem es interessiert? Oder Fragen stellen, wenn ihr was wissen wollt. Bin etwas geblendet, weil ich habe ja hier etwas Licht an. Damit eben ich besser zur Vergeltung komme. Vergeltung. Gut, jetzt können wir hier zum Beispiel den Setzling, Fichtensetzling hier reinpflanzen. Ach, da ist er, Felsen. Hier zum Beispiel. Dann wächst er hier. Und die Axt, seht ihr den grünen Balken? Er nützt sich schön langsam ab. Ich hätte gleich mal umbauen sollen. Ich vogel ich. Gut. Auch etwas Steine schon mal. Ich glaube, ich hole erstmal etwas Steine. Die brauchen wir für besseres Werkzeug, damit es noch schneller geht. Ja, ja. Gut. Nee, Schnee, nee. Gut. Also das wird ein geiles Video. Ich jetzt schon. Euch hoffentlich gefällt's. Ich so mache hier. Dann könnt ihr mir immer zusehen. Hier, Handy, Entschuldigung. Dann könnt ihr mir immer zusehen, was ich so mache, was ich so spiele. Und mit der Schaufel geht es ja noch schneller. Seht ihr, wie schnell das geht? Wenn man den richtigen Werkzeug hat. Ist genauso wie wenn man mit der Motorsäge eben durchsteinen will, geht nicht. Dazu braucht man eben den passenden Werkzeug. Und so ist es hier auch, damit es schneller geht und so. Wie im richtigen Leben eben.
gut. Kann man alles abbauen. Und hier oben. Werden wir unser Häuschen bauen. Also deins und meins. So, jetzt. So, wer natürlich jetzt Interesse hat, ihr seht mich. Und könnt euch bewerben. Und wer es gut findet, der kann es auf Gefällt mir tun. So. Ich bin da eben so. Ich probiere immer irgendwas Neues aus. Ich bin eben ein wechselfreudiger Typ. Also was eben in Sachen Spaß machen. Na, komm. Denn was aber nicht in der Beziehung sein soll, da wechsle ich nicht durch. Mag ich eher weniger. Aber so, was so Spaß macht hier. In Sachen Spielchen und so bin ich immer gern für Abwechslung bereit. Das wissen ja meine Zuschauer, die mich abonniert haben, meinen Kanal. Sind ja im Moment, für die, die es nicht wissen, im Moment sind 152, 153 waren es heute auch schon mal kurz. Aber irgendwie ist es etwas. Und geht immer nicht so genau. Deswegen sind sie jetzt im Moment auch aufelputt. Mule Mu, geh mal da runter. Du dumme Kuh. So. Gut, hier haben wir Erde. Was ist denn hier für ein Loch? Dann machen wir zu mal. Oh, schöne Blume. Gut, hier können wir vielleicht schon anfangen zu bauen. Mit Steinen. Mit Steinen können wir die Wände bauen. Wir können auch mit Wolle bauen. Es gibt alles hier. Es gibt auch Schäfchen, die man scheren kann. So. Ah. Zu früh. Mit der Spitzhacke hier. Gut. Und? Gut. Cool, oder? Also, wenn es euch gefällt. Hier, Apfel. Magst du Äpfel? Nee. Okay. So, jetzt geht die Sonne gleich wieder unter. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Haus. Sollte mal anfangen. Oh, geht's hier tief runter. Aber hier wäre doch ein richtiges, schönes Plätzchen für unser Häuschen, oder? Nuckelchen, was meinst du? Also, oder da drüben. Genau unter den Wolken. Ich baue dir ein Schloss. Das in den Wolken ist. Oder wie heißt es genau? Weiß ich nicht mehr. Oh, guck mal hier, voll in den Wolken drin stehen. Guck. Ist es nicht herrlich? Da bauen wir unser Plättchen. Genau hierher. Haben wir voll den Aussichtspunkt über alles. Ja, aber ist so eine kleine Insel, oder? Wahnsinn. Oder sind wir nur so weit hier oben, dass wir unten nichts mehr sehen? Geil. Ist ziemlich dunkel. Ich baue nur noch hier das ab und dann können wir eben bald anfangen mit der ersten Bauweise unseres Häuschens. Ich will ja hier ein Häuschen bauen für meine neue Partnerin und für mich ein Zuhause. Und vielleicht baue ich dann hier so ein kleines Dorf her mit all meinen Freunden. Jeder bekommt ein kleines Zimmerchen, eine Wohnung.
gestellt von mir. Ich bin so großzügig. Hier ein Häuschen, weißt du? Mit den Schildchen zum Beispiel. Kann man hier dann Schilder bauen. Sagen wir mal. Ach, ich habe meine Werkzeugbank gar nicht da. Momentchen, wo ist denn die? Werkzeugbank? Guck. Okay, bauen wir schnell eine neue. Weil es egal ist. Weil wir eben die Zeit haben. Zum Beispiel. Zack, 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 zack. Gut, Werkzeugbank. Hierher. Gut. Vektor. Gut. Dann. Was wollte ich bauen? Ein Schildchen, gell? So. Zack. So sieht ein Schild aus. Und dann. Können wir hier zum Beispiel ein Schild aufstellen. Und da drauf schreiben zum Beispiel, wenn hier ein Häuschen stehen würde und dann schreiben wir zum Beispiel Jesse, hier wo Jesse, Kramer, Klammer, die Liebe. So ungefähr, oder? Wer doch. Jeder kriegt da sein eigenes Plätzchen, sein eigenes Häuschen oder seine eigene Wohnung. Geil, oder? Ach, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Da muss ich die Axt nehmen. Moment. Gut. So in etwa. Da bauen wir viele Häuser hin. Eine kleine Stadt. Da im Tal vielleicht. Oh, das würde gut aussehen. Hier unten die ganzen Leute, die ganzen Freunde von uns werden wir hier dann verewigen. Und hier oben, dann kommt hier eben der Platz für mein Schatz und ich. In etwa. Oder vielleicht habt ihr bessere Ideen, könnt ihr ja dann schreiben und so. Meinen neuen Shot. Mal gucken, was daraus wird und was. Und ob sie dann das mitmacht. Weiß ich nicht. Vielleicht gefällt sie ja nicht. Oder vielleicht gefällt sie so gut, dass sie besser ist wie ich. Geschichten erzählen und so. Ach, die. Ehrlich, oder? Ich freue mich schon. Ich fange jetzt noch nicht an. Ich möchte erst noch ein bisschen was wegbauen, damit wir Platz haben, eben für unser Reich. Cool. Ich freue mich. Gut. Dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich hoffe, ihr freut euch auch so. Und ihr unterstützt mich bei diesem Projekt. Wäre mal cool. Und vielleicht mal gucken, wie weit das jetzt rumgeht. Vielleicht sagt einer, oh, das ist ja voll der Schrott und so. Gibt's verschiedene Geschmäcker eben. Jeder hat eine andere Meinung. Ist selbstverständlich, dass das so ist, weil jeder kann nicht den gleichen Geschmack haben und ist auch gut so. Aber ich denke, das wäre schon mal cool. Oder? Und vielleicht machen wir dann so, mache ich ein paar Videos zum Kochen für euch, wo ich koche. Kann zwar nicht kochen, aber ich probiere es für euch. Nur für euch koche ich. Und alle, die heute Geburtstag haben, die das Video jetzt sehen und haben heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Also, schickt bitte den Kuchen zu mir.
kann leider nicht kommen. Denn ich muss ja hier ein bisschen was für die Zuschauer tun, die mich so verfolgen. Weil ich habe ja schon öfter gesehen, mich verfolgen so viele. Beispiel jemanden habe ich da kennengelernt, wie ich krank war. Hat ja Herzinfarkt, habe ich ja erzählt und wissen ja die meisten. Und habe ich jemanden kennengelernt. Und jetzt habe ich da das letzte Mal was gelesen, das mich total verwirrt hat. Ich weiß nicht. Jetzt kommen ja die ganzen Smileys hier immer irgendwie anders rüber. Mit einem Schriftzug hinten dran. Und ich dachte, ja, was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Und da habe ich gehört, dass das mehrere verfolgen eben. Dass die das gesehen haben und das verfolgt haben und so weiter. Und dann, das ist schon interessant, wenn man sieht, was da einem die Leute, wie einem da die Leute so verfolgen. Und es wäre ein Runtergang. Ein Abstieg sozusagen. Mhm. Ins Tal. Cool, oder? Bitte nicht unterfallen. Machen wir mal hier ein bisschen so. Einfach mal hierher. Gut, oder? Wir können hier so einiges bauen. Machst du nur mal so ein bisschen, damit wir hier ein bisschen eine Ebene bekommen und dann was Großes drauf bauen können. Aber das sieht schon cool aus hier. Wir haben unser richtiges Plätzchen gefunden. Ein Wolkenschloss. Meine Partnerin und für mich. Die würde sich freuen. Was vielleicht von Vorteil wäre, wenn sie Englisch könnte. Weil ich kann es ja nicht, dann würden wir gut zusammenpassen. Das ist genauso wie, bei den Polizisten. Die fahren ja auch immer zu zweit mit dem Auto, fahren die zu zweit. Herum und verteilen hier die Strafzettel oder halten da die Leute auf. Der eine kann lesen davon, der andere dafür schreiben, weißt du? So in etwa. Die passen gut zusammen. Nee, war nur ein Witz. War nur ein Scherz. Also nicht, dass jetzt ein Polizist da mich sieht und sagt, wie kann der nur? War nur ein Scherz. Nicht alles so ernst sehen. Ich mache gerne Späßchen. Das Leben ist ernst genug, also ist das nicht so schlimm, oder? Gut. So, es ist wieder Tag. Und und jetzt könnt ihr euch eben bewerben mit dem Video, gucken, was dabei rauskommt und Fragen stellen und vielleicht schon diese Woche noch oder nächste Wochenende, also das Wochenende, dann kommt das neue Video von mir raus oder vielleicht unter der Woche noch, ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme. Ich mache ja jeden Tag so Videos, fast jeden Tag. Sagen wir mal so, öfter geht's nicht, weil ich habe ja erst mein Studio eingerichtet und da habe ich keine Videos machen können. Deswegen schaffe ich es nicht jeden Tag und ich muss ja auch arbeiten und so weiter, aber ich versuche immer so oft wie möglich Videos hochzuladen für euch und auch, damit es euch nicht langweilig wird und meinen Abonnenten. Aber wenn es mal nicht klappt, dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus.
Weil immer geht's nicht so, wie man es sich erhofft hätte. Wünschen würde. Also. Schnee, alles weg hier. Geht's denn mit der Schaufel schnell? Aber ich muss hier ein bisschen Schnee räumen. Oh, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Cool. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was hier, die Kühe, die Kupplung ist auch hier. Und dann bauen wir hier unsere Ebene herauf, hier mit dem Abstieg ins Tal hinunter zu den Freunden. Und hier oben ist der König und die Königin ihr Quartier, ihre Burg, ihre Festung oder wie auch immer. Ist schon cool, oder? Ich hoffe, ihr wollt es sehen. Also wenn ihr es weitersehen wollt, drückt auf Gefällt mir. Und wer natürlich mich unterstützen will, teilt dieses Video auf seiner Seite. Vielleicht findet sich ja eine tolle Partnerin für mich, die ihr auch sehen wollt. Wäre cool, wenn sie es mitmachen würde. Dann würden wir zu zweit eben für euch kochen, wie es am leichtesten ist, weil ich kann ja komplizierte Sachen kann ich nicht kochen. Nee. Vielleicht Weihnachten. Weihnachten ist ja immer die schönste Zeit und da zusammen ein Plätzchen backen. Ich wollte immer schon Plätzchen backen. Ist nie irgendwas geworden. Momentchen. Gut. Zurück zum Spiel. Wieder was dazwischen gekommen. Jetzt machen wir dies noch und dann beende ich die Aufnahme. Die ist noch weg hier. Für euch. Ah. Und wer Fragen hat, kann mich natürlich fragen. Aber bitte ernst gemeinte Fragen und nicht so Ligali. Weil ich gerade lustig bin. Weil ich hier ein ernstes Thema anschneide. Gut. Oh, hier Stein. Nein. Ich drücke immer die falsche Maustaste. Gut. So, die Ebene ist nicht mehr ganz so weiß. Gras. Oh. Voll. Mach hier noch eben. Und hier noch ein paar. Gut, damit wir ein bisschen was schon haben. Hier. Gut, oder? Sieht doch schon mal gut aus, unser Plätzchen. Hier können wir unseren Eingang machen zum Runtergehen. Oh, das sieht gefährlich aus. Bitte nicht stolpern. Und da unten die Kühe. Dann machen wir unten so einen großen Stall vielleicht hin, wo wir die Kühe züchten. Und Hühner und was weiß ich, was es hier alles so gibt. Ah, die Schweine. Eine hat sich schon umgebracht. Oh, die Kuh wird auch nicht mehr lange leben. Hunde wollte ewig leben. Nee. Und jetzt ja selber. Ach, da oben wäre der Platz gewesen. Ich bin zu tief gewesen. Ach, die Aussicht. Gigantisch, oder? Haben wir schon ein super generierte Welt bekommen. Gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Ihr könnt jetzt Kommentare schreiben. Also die Damen, nicht die Herren. Die, wo Interesse haben. Die Herren dürfen natürlich auch Kommentare, wenn sie was fragen wollen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Dann dürfen sie natürlich auch stellen und so weiter. Was sie gerne wissen wollen. Vielleicht
Gibt es etwas, wo ich natürlich helfen kann? Ich helfe natürlich gerne. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönen Abend, wie auch immer. Also. Gut, ich bleibe mal hier stehen vor meinen schönen, vor meiner Werkzeugbank und wünsche euch einen schönen Tag eben oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Xim, also seht ihr da oben im Eck. Bis dahin, ciao, ihr Lieben.